Ja, ich glaube, ich bin wie die meisten anderen hier mit großer Spannung zu dem zweitägigen Print-Online-Symposium hergekommen, weil es sich ja doch um einen spannenden Markt handelt, weil es sich um einen dynamischen Markt handelt und weil es sich um einen Wachstumsmarkt in Print handelt, von dem wir ungefähr ausgehen, dass er gegenwärtig ein Zehntel des Gesamtumsatzes ausmacht und in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf 15-20% des Gesamtmarktes anwachsen wird. Also wo Wachstum ist, sind natürlich Unternehmer dabei, um zu sehen, wie kann ich da mitspielen, welche Spielregeln gibt es, welche Anforderungen gibt es, diese kennenzulernen. Das war, glaube ich, das Ziel dieser Veranstaltung. Und nach den beiden Tagen kann man sagen, ich glaube, jeder hat eine Menge mitgenommen, um sich selber einzusortieren. Was sind die Anforderungen? Was muss ich als Unternehmer, was muss ich als Unternehmen mitbringen, um in diesem Marktsegment tatsächlich erfolgreich zu sein? Mir persönlich fallen drei ganz wesentliche Anforderungen ein, die ein klassisches Druckunternehmer erfüllen muss, um erfolgreich im E-Business Print Online dabei zu sein. Das ist einmal das Thema IT-Kompetenz, also die Frage, wie gehe ich mit dem Web, mit der IT, mit Suchwort, Vermarktung, Optimierung, mit den Systemen um, Fragen, die sich in dieser Form für viele Unternehmen so bislang noch nicht gestellt haben. Das zweite ist der Ausbau der vorhandenen Servicekompetenz, 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar sein, ein hohes Maß an Transparenz bieten und nicht zuletzt natürlich auch sehr zeitnah die Ware zu produzieren und auszuliefern. Und das dritte ist ein hohes Maß an Marketingkompetenz. Das reicht nicht allein aus. Das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden bei allen Teilnehmern hier, ein Webportal ins Netz zu stellen, sondern ich muss natürlich auch schauen, dass dieses Webportal gefunden wird. Dafür brauche ich nicht unbedingt große, teure Bannerwerbung bei Fußballspielen. Das geht auch kleiner. Insbesondere muss ich natürlich im Netz auffindbar sein. Das heißt, alles, was mit SEO und Suchwortvermarktung zu tun hat, da muss ich absolut fit sein und eigene Ressourcen im Unternehmen aufbauen und auch mit entsprechenden Agenturen zusammenzuarbeiten.